herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Satisfactory, liebe Freunde. In der letzten Folge haben wir quasi den alternativen, nee, nicht quasi, wir haben den alternativen Flüssigkeitstransport rausgeholt, abgeschlossen, so will ich mal sagen. Und jetzt hätten wir das Jetpack. Und ja, um nochmal zusammenzufassen, das Jetpack ist natürlich für uns wichtig, um hier entsprechend besser und schneller diese Struktur hier quasi aufzubauen. Ja, das war fliegen können, dass wir ein bisschen mobiler sind. Trotz alledem, der Plan von letztem Mal wird umgesetzt. Als erstes möchte ich natürlich noch eine Sache machen, die ich jetzt komplett vergessen habe, nämlich upsala, nicht springen, nämlich unsere Sachen hier schon reinpacken. Geht noch nicht. Ah ja, genau, es sind noch 2 Minuten. Okay, alles klar. Dann habe ich folgenden Plan ja gesagt, wollen wir machen. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, Transport-LKW. Wir brauchen Motoren, wir brauchen, ja genau, wir brauchen 5 von diesen allerdings und Stahlbeton und wir brauchen Gummi. So, dann werden wir das in der Zeit, wo es jetzt gerade noch ein bisschen läuft, wenn wir das angehen. Außerdem brauchen wir 50 bzw. 65 Motoren und die werden wir jetzt mal anstoßen, die 65 Motoren. Meinetwegen auch 100, das ist ja wurscht. Wir schauen erstmal, wie viel wir davon überhaupt schon haben. Damit wir auch den Milestone quasi gleich ein bisschen pushen können. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir da überhaupt noch Motoren drin haben. Ich kann mich gar nicht mehr so. Ein Motor, okay, sehr gut. Ein Motor ist besser als kein Motor. Wir brauchen Statoren, wir brauchen Rotoren. Upsala. Und hier haben wir 19 Statoren drin. Und hier haben wir 21 Statoren drin. Wir nehmen die mal raus. Holen uns noch ein bisschen von denen hier. Und wir holen uns noch ein bisschen Draht. So, und dann stellen wir das Ganze natürlich nochmal an. So. Den. Und den. So, und dann hauen wir natürlich nicht hier jetzt alle Statoren rein. Wir machen genau die 20. Einmal hier rein und einmal da rein, bitte. So. Hier drückt es ein wenig in meinem In-Ear. Irgendwie hat das Gummi sich verklemmt. Okay. Ich würde sagen, das sieht erstmal gut aus. Wir schauen erstmal, wir brauchen ja 15 Motoren. Vielleicht kann ich hier tatsächlich... Nee, kann ich nicht. Ich müsste jetzt erstmal Statoren herstellen. Ne? Aber das kann ich machen. 10 Stück. Ich mache jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben keine Rotoren an der Stelle. Das war vielleicht schon... Wir können auch keine herstellen, sehe ich gerade. Ziehen wir das jetzt durch, wenn ich den LKW bauen. Und diesen LKW, den möchte ich schon mit Stahlplatten und Beton vorlegen. Denn, mal abgesehen davon, dass wir das Jetpack zum Ziel haben, wir müssen Schrauben und Stangen haben. Ja, wir könnten aber auch einfach Rotoren verwenden. Das könnten wir auch einfach machen. Machen wir auch einfach. Und ich müsste jetzt 5, na guck mal, 5 kann ich schon bauen. Das machen wir. Genau. Aber ich will vielleicht schon mal die Grundstruktur legen. Und zwar den Highway Richtung, Richtung Öl. Also Richtung Treibstofffabrikation. So, hier haben wir 14 und hier haben wir 7, sind schon mal 21. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir noch den schweren modularen Rahmen herstellen. Und das machen wir 5 Stück. Das machen wir hier, hoffentlich. Da ist der schwere modulare Rahmen und wir brauchen hier immer noch Stahlbeton. Aber wir brauchen nur 5 Stück. Das müsste reichen. Das müsste auch reichen. Wir brauchen 500 Schrauben dafür. Dann machen wir das mal schnell. Zack. So. Und jetzt müssten wir eigentlich den schweren modularen haben. Ja genau, 5 Stück können wir davon produzieren. Das ist sehr, sehr gut. Und damit hätten wir alles, um den LKW zu bauen. Sollten wir. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Den werden wir gleich hier platzieren. Ich glaube, das ist ziemlich großer Koloss, wenn ich das richtig sehe.
Nein, wir haben noch, Moment, jetzt müssen wir mal kurz gucken, das sind 10 von diesen Festplatten oder was auch immer das ist. Lass uns mal einmal kurz gucken. Was ist das? Platine. Kunststoff und Kupferblech. Ja, also das ist ja dann auch schnell gemacht, ne? So eine Platine, 10 Stück. 10 Platinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 und 10. Hervorragend. So, dann wollen wir doch schauen, dass wir den Burschen jetzt die Alttasche wählen. Aber cooles Teil. So, den stellen wir mal hier schön hin. Zack. Sehr ordentlich. Und wir kurz gucken. Werkbank öffnen. Der hat ziemlich viel Platz. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir lassen mal alles so drinne. Mal kurz gucken. Wir haben hier noch... wir nehmen das mal raus. Wir nehmen das mal raus. Packen das an der Stelle. Teilen den Stapel hier rein. Und hier rein. Und dann sollen sie weiter produzieren. Natürlich packen wir hier natürlich auch noch Altdraht. Brauchen wir noch. So. Sehr schön. Okay, das kann weiter produzieren. So, jetzt will ich natürlich... Beton haben wir unten. Das ist klar. Jetzt will ich natürlich ein paar Sachen reinpacken, die ich jetzt gerade nicht verwenden muss. Ja. Zum Beispiel der eine hier. Den muss ich nicht verwenden. Dann... Das kann ich nicht reinpacken. Das meinetwegen kann da auch noch mit rein. Und jetzt will ich ein paar Stahlplatten mitnehmen. Nicht nur ein paar, sondern echt recht viele. So. Das bleibt mal hier. Und den Rest fahren wir von unten ran. Sehr schön. Haben wir hier schon 10 Motoren und hier haben wir schon 9 Motoren. Jetzt gehen uns die Datoren schon wieder aus. Ja, das sind Sachen, die halt komplett automatisiert werden müssten eigentlich. Und hier packen wir auch noch welche hin. Okay, so, dann haben wir die Motoren weg. Umfüllanlage, ganz wichtig. Wir wollten ja die Umfüllanlage quasi in Betrieb nehmen. Das bedeutet, wo ist das? Produktion, ne? Umfüllanlage. So, damit hätten wir aber schon alle Sachen zusammen. Hinten wird ja weiter produziert, wir erinnern uns, glaube ich. Die Umfüllanlage, wir brauchen ein Tank. Brauchen wir einen Tank? Ja, wir brauchen einen Tank. Flüssigkeitsspeicher. Wir könnten aber auch diesen Flüssigkeitsspeicher... Ne, wir können den kleinen Flüssigkeitsspeicher nehmen. Davon hätten wir ja auch genügend. Das klemmen wir dann quasi um, dass wir den Treibstoff dazwischen lagern können. Müsste eigentlich so sein, ne? Wir müssen den Treibstoff dazwischen lagern. Aber wir haben auf jeden Fall Material dabei, dann die Umfüllanlage. Und ja, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir irgendwann das Ganze automatisieren. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Treibstoff, was wir da herstellen. Gut, sehr schön. Der LKW blinkt, ich habe keine Ahnung warum. Wir fahren jetzt runter und holen uns ein bisschen Beton. Und dann werde ich euch zeigen, was ich mit meine. Wir bauen uns einen kleinen Highway auf. Ja, genau so sieht's aus. LKW fahren. Achso, natürlich. Logischerweise, nee, kein Autopilot bitte. Ich muss hier nochmal raus. Natürlich geht das nicht, weil wir keinen Treibstoff haben. Weil wir keinen Treibstoff haben, Leute. Packen wir hier rein. Wir holen uns natürlich auch ein bisschen Treibstoff. Den besorgen wir uns natürlich auch. So.
So, erstmal Beton abholen. Ich habe den Beton schon eingelagert, ne? Ich bin ja ein Held. Ich bin ja wirklich ein Held. Warum fahre ich hier runter? Was ist da? Ja, genau. Treibstoff wollten wir haben. Das sind die letzten 200 sozusagen. Dann füllen wir den auf und packen die hier mit hin. Sehr schön. Ja, der kann ein paar Steigungen überwinden. Das ist schon gut. So, ich fahre den schon gleich wieder in die entsprechende Richtung, dass wir loslegen können. LKW-Fahren ist nicht immer einfach. Nee, ist nicht immer einfach. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind 4000, ne? Ja, wir machen nochmal 2 ein, dann passt das. Und dann packen wir alles rein, was wir haben. Das muss jetzt erstmal rein. Wenn das nicht reicht, fahren wir zurück. Ja, das ist dann auch kein Problem. Das ist auch kein Thema. So, schauen wir mal ganz kurz, was haben wir hier? Hier haben wir noch 19 Stück. Holen wir raus. 19 Stück, wir füllen auf. So, hier ist wahrscheinlich Stillstand. Jawohl, teilen. Da nochmal rein, bitte. Da nochmal rein. Das passt schon. Dann haben wir die 50 Stück schon zusammen. Quasi fürs Jetpack. Wir fahren jetzt, genau, wir fahren jetzt da immer runter. Dann müssen wir so oder so. Und dann will ich die Kunststoffe da noch reinpacken. Und dann geht's weiter, Leute. So. Einmal aussteigen. Einmal schon mal reinpacken. Genau. Zack und zack. Und dann können wir das hier nochmal sortieren. Hervorragend. Das heißt, es finden wir noch 50 davon und 50 Treibstoff. Und jetzt fahren wir, liebe Leute. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Blub. Wir werden unsere Autobahn. Ja, und ich will ja auch von da kommen. Und vielleicht hier sogar an der Fabrik vorbeifahren, sozusagen, mit unserem Treibstoff, den wir da irgendwann mal produzieren. Jetzt da geht's runter, ne? So, wir sehen da oben. Da oben ist schon quasi eine Struktur. Und da müssen wir jetzt hochfahren. Da will ich hochfahren. Und von da aus quasi hier runter. Okay? Und jetzt mal gucken, ob wir hier diesen schmalen Gang hier hochkommen. Ich bin gespannt. Nein? Okay. Schade. Also müssen wir doch oben rumfahren. Dann machen wir das. Oh, ja, einmal Auto speichern. Können wir machen, kannst du bringen. Sollte man machen. Ja, wir müssen ein bisschen umfahren sozusagen. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich diese Struktur aufgebaut habe. Es könnte sein, dass wir die hier aufgebaut haben. Da ist sie.
So. Jetzt will ich Folgendes machen. Öffnen der Werkbank natürlich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und jetzt gehen wir von hier oben. Das ist quasi wichtig jetzt. Wir gehen von hier oben hierhin, hier runter, weil wir von da aus runter zum Wasser kommen. Und das recht einfach, muss ich dazu sagen. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Gehen wir quasi, nehmen wir diese beiden an und gehen darüber. Und das Ganze will ich mit in zweier Fundament machen, Leute. Wir machen das jetzt einfach, oder? Wir machen das jetzt einfach im Submodus. Zehn ist das Maximum. Ja, 10 ist das Maximum. So, das machen wir jetzt. Und hier starten wir quasi unseren Highway. Schau mal, ob das ausreicht. Oder ob wir hier jetzt noch ein bisschen gerade gehen müssen. Es sieht so aus, als wenn wir hier tatsächlich noch einen Tacken gerade gehen müssen. Dann machen wir das, aber auch hier natürlich wieder. Na, da will ich doch gar nicht hin. Mit dem ihrer Fundament, dann sieht das nämlich optisch auch ein Stückchen so aus, als wenn wir. Ja, das könnte man eigentlich auch so machen, ne? Das könnte man jetzt auch so machen. Ja, doch, why not? Hä? Ja, ich verstehe. Okay, dann müssen wir das nochmal ganz kurz wegkloppen hier, glaube ich. Rohquarz. Damit wir hier den durchziehen können. Genau. So, das Problem ist nämlich, diese Struktur da oben ist nicht richtig zu dieser Struktur ausgerichtet. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich einmal abtrennen. Ja, wir müssen das hier einmal abtrennen. Das Ding ist, die Auffahrt soll ja auch quasi hier so sein. Ne? Also hier wollen wir raufkommen. Ne? Von hier soll es dann rauffahren. Hier werden wir noch irgendwie was hinbauen, damit das eindeutig ist, dass wir hier rauffahren. Und jetzt geht es hier oben lang. Wir sind immer noch am Laufen, ne? Ja, wir sind immer noch am Laufen. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir werden das auch mit dem Zweierfundament hier so durchziehen. So ungefähr. Na. Ich glaube, von hier aus können wir jetzt mit dem Zweierfundament auf der Schräge quasi runtergehen. Ich glaube, das ist, müsste jetzt möglich sein. Oh, zumindest sieht es erstmal ganz gut aus. Ja, doch, durchaus. Ja, sehr schön. Gehst du wohl weg. So. Okay, also. Das hier wird natürlich weggenommen. Ist klar, die Auffahrt ist nicht hier. Aber zur Konstruktion lassen wir das dann erstmal. Und ich versuche mich jetzt mit dem LKW hier oben drüber zu schleppen.
Ganz vorsichtig. Sieht gut aus. So, dann fahren wir hier runter. Zack, einmal hier lang. Dann hier runter. Dann machen wir das da unten platt, was da ist. Ich glaube, wir können da auch reinfahren. Bin mir nämlich sicher. Okay, so. Und jetzt nutzen wir tatsächlich das Ganze und bauen hier. Wir können es gar nicht drehen. Wir können es gar nicht drehen. Wir können es nur so drehen. Also wir können es gar nicht am Grid ausrichten. Okay, dann richten wir das auch nicht am Grid aus. Müssten wir eigentlich schon, ne? Wir machen's. Wir machen's. Wir bauen es schön breitblechig, ja. Na? Macht das nicht? Jetzt macht das. Okay, so, dann geht's hier raus. Ich werde das im Dreierverbund legen, sozusagen. So. Und ja, von hier aus gehen wir dann quasi gerade. Oh. Und jetzt schnappen wir uns unseren LKW, liebe Leute. Ich weiß halt nicht, ob wir das schaffen, ne? Da bin ich mir ziemlich unsicher, ob wir das schaffen werden. Den fahren wir mal erstmal rückwärts. Es könnte sein, dass wir da noch eine Reihe machen müssen. Ich glaube, wir machen gleich noch eine Reihe, weil, wie ihr seht, könnte das zu Schwierigkeiten führen, wenn wir quasi einen Highway hier aufbauen und ja, weiter flächig können wir hier nicht arbeiten. Das geht nicht. Was wir machen können, ist hier noch einmal so ein bisschen ausstaffieren und nach innen. Ist nach innen mehr Platz? Würde das gehen? Nein, wir machen es einfach außen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Upsala. So. Und weiter geht's. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, ja, wir müssen quasi, wenn ihr das seht, wir müssen quasi da so rum. Ich glaube, ja, das ist das Ding. That's the way. Und wir laden wieder drei ein, weil ich glaube, es wird langsam schon wieder kritisch hier. Also hier um diese Ecken, da wollen wir nochmal rum. Ja, da ist dieser Bogen und ich glaube, dieser Bogen markiert quasi die Strecke so ein Stück weit.
das Auto holen. Ah, stopp, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Will gar nicht so viele Ecken und Kanten machen. Wir gehen jetzt ziemlich weit raus. Und jetzt gehen wir quasi, ja, das ist eine gute Idee. Wir beenden das quasi noch hier so ein Stück. So. Und so. Und dann gehen wir gerade rein. Schauen, wie weit wir mit unseren Materialien kommen. Ich kann noch nicht erkennen. Oha. Was zum Teufel ist das? Habt ihr das schon gesehen? Okay. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, nö. Ich habe nur was geguckt, wa? Ich habe nur ein bisschen was geguckt. So, 4, ne? Ja, wisst ihr, was toll wäre, wenn man Straßenmodule bauen könnte, die so ein bisschen wie Förderbänder geschwungen gelegt werden könnte. Das wäre der Kracher. Dann wäre man nicht so an diese Grid-Struktur gebunden. Das wäre, glaube ich, cool, oder? Also ich könnte es mir gut vorstellen. So, jetzt ist die Kernfrage. Gehen wir noch einen Schritt rein? Ich würde sagen, ja. Wir gehen... Oh, entschuldigt bitte. Wir gehen noch einen Schritt rein. Oh, wir haben nicht mehr viel Material, ne? Das wäre es schon. Liebe Leute, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Ich werde das hier jetzt zu Ende bauen. Ja, und wir werden uns quasi an unserer Ölraffinierungsstation treffen. Dann werden wir da alles aufbauen, so wie es funktioniert. Dann werden wir warten, dass wir 50 von diesem Benzin haben. Vielleicht 100, vielleicht kleine auch 200. Das mag ja sein, damit wir auch unseren LKW damit betreiben können. Und dann werden wir diese Strecke quasi zurückfahren und gucken, ob das alles so passt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ich denke, das macht am meisten Sinn. Liebe Leute, wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt, euch der ganze Kram gefällt, Satisfactory euch gefällt, ich euch gefalle, der Content auf meinem Kanal euch gefällt, ja, dann würde ich mich über ein Abo freuen, gerne auch eure Däumchen unter den Videos und ganz wichtig, schreibt mir das in die Kommentare, ich lese es mir gerne durch und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao, ciao.